Wir haben uns eben viel mit der Thematik auseinandergesetzt und jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir wollen die Biotonne. Man hat schon ein gutes Gefühl mit der Biotonne und ich rate eigentlich jedem, die dann auch zu nutzen. Ne? Es spricht sich rum. Berlin wird umweltfreundlicher. Mitmachen kann jeder und dabei auch noch profitieren. Rund die Hälfte des Hausmülls in einem durchschnittlichen Haushalt besteht aus Küchen- und Gartenabfällen. Separat in der Biotonne gesammelt, kann daraus wertvolles Biogas gewonnen werden. Und das hilft dem Klima. Außerdem werden die Restmülltonnen deutlich entlastet und müssen seltener geleert werden. Wer die Biotonne richtig nutzt, kann bis zu 8% seiner Abfallkosten sparen. Es ist vor allen Dingen eine Frage der Information, dass die Menschen wissen, dass es einen wichtigen Unterschied macht, wie sie ihren Abfall entsorgen. Das heißt, dass es wirklich darauf ankommt, dass man konsequent die Organik in die Biotonne wirft. Und wir wollen aber auch die überzeugen, die bisher noch keine Biotonne haben. In den gartenreichen Außenbezirken Berlins haben rund 50.000 Haushalte noch keine Biotonne. Vielleicht gehört Ihr Nachbar dazu. Sprechen Sie ihn an und überzeugen Sie ihn. Als Dankeschön erhalten Sie unsere Aktionsprämie, den Biotoni. Damit wird das Sammeln und Entsorgen noch einfacher. Ich habe bis jetzt so ein kleines Gefäß gehabt, was eben in der Küche auch immer steht. Klar, der Biotoni ist dann auch natürlich ein nettes Beiwerk und da passt mehr rein. Und was im Biotoni landet, schont die Umwelt ganz besonders. Denn in Berlin ersetzt das aus Bioabfall gewonnene Recyclingprodukt Biogas bereits 2,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr. Aktuell werden 165 Müllfahrzeuge der Berliner Stadtreinigung mit dem erneuerbaren Treibstoff betrieben. 9.000 Tonnen des klimaschädlichen Gases CO2 werden damit eingespart. Wenn es gelingt, den Küchenabfall, den Grünabfall aus der Restmülltonne rauszuholen und in die Biotonne zu bringen, hätte man eine deutliche Potenzialsteigerung und könnte wesentlich mehr Energie als Biogas zur Verfügung stellen. Es lohnt sich für Gartenbesitzer, die Biotonne als Ergänzung zum Kompost zu nutzen. Denn das Recyceln im eigenen Garten hat Grenzen. Für den eigenen Kompost haben Küchenabfälle viel zu viele Nährstoffe. Außerdem gehören Wurst- und Fleischreste nicht auf den Kompost. Für die Biogasanlage sind diese Abfälle aber besonders wertvoll. Und die Gärreste aus der Biogasanlage helfen, chemische Düngemittel in der Landwirtschaft zu ersetzen. Also ich finde, der Kostennutzen ist total super. Bei Rasensäcke kosten viel, das alles wegzubringen ist immer irrsinnig teuer. Dann die Verwertung finde ich halt super. Also auch, dass das dann genutzt wird mit dem Biogas, das finde ich echt eine total gute Sache. Machen Sie mit bei der Aktion Nachbarn werben Nachbarn, damit in Berlin Rohstoffe künftig besser genutzt werden. Mehr Infos zur Aktion und Tipps unter www.berlin.de/biotonne.